Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombies Numero Duo. Und wir haben letztens in der Pennyjagd, oder ich habe letztens in der Pennyjagd richtig doll Probleme gehabt, war der Meinung, dass ich das eigentlich relativ easy hätte schaffen können, wenn ich eine andere Pflanze genommen hätte. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich glaube nämlich, dass es tatsächlich einfach daran lag, dass ich das Drachenmäulchen viel zu wenig benutzt habe. Und das werde ich jetzt nochmal versuchen. Jetzt ist nur die Frage, ich glaube, wir machen das mit den zusätzlich Sonnen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, dass es das Drachenmäulchen ist. Ich habe das einfach nur verdammt unterschätzt. Deswegen, das probiere ich jetzt nochmal aus. Und dann schauen wir mal, ob das die Lösung ist. Einfach viel, viel mehr Drachenmäulchen. Drachenmäulchen, Drachenmäulchen, Drachenmäulchen. Immerhin greift die ja auf drei verschiedene Lanes an. Und die mittlere Lane wäre ja jetzt schon von drei Pflanzen bewacht. Und ich glaube, dass das die Rätselslösung ist. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ihr habt mich auf alle Fälle in den Kommentaren aufgemuntert und habt gesagt, ah Julia, es lag nicht an dir, dass du ja irgendwie zu schlecht oder sonst was bist. Es ist einfach nur verdammt schwer. Und meine Pflanzen sind ja noch nicht wirklich stark aufgemotzt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wer recht behält. Ob ihr recht habt, ob ich recht habe, ob wir alle beide recht haben oder alle miteinander. Wir werden sehen. Aber ich glaube, dass ich wirklich das Drachenmäulchen einfach viel, viel mehr hätte nutzen müssen. Aber das sehen wir ja jetzt gleich. Schauen wir mal. Es knabbert. Ah, gestorben ist trotzdem ein Drachenmäulchen. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber schauen wir mal. Ob das hier stirbt? Ob das überlebt? Und? Oh nein! Das gibt's doch nicht. Aber, ich muss sagen, es läuft auf alle Fälle schon besser. Und jetzt haben wir auch einen Dünger. Ja, guck mal, das ist gestorben. Na, es scheint aufwärts zu gehen. Es scheint aufwärts zu gehen. Verreckt das auch wieder? Natürlich. Oh, der Dünger war jetzt komplett verschenkt. Oh nein, der Dünger war komplett verschenkt. Oh nein. Machen wir mal so. Wie wär's mal, wenn du mal angreifst? Junge, Junge, Junge. Greift er ewig nicht an? Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht schon wieder zusammenfressen. Okay, die unteren haben überlebt. Das hat auch überlebt. Ah, es ist besser. Es ist besser. Aber ja, wir haben noch ein bisschen zu viel verloren bis jetzt. Aber es ist schon mal besser. Hier oben nehme ich jetzt einfach mal das in die Hand, weil ärgert mich schon wieder. Da war gerade ein Dünger. Da ist er. Ich wollte sagen, da war ein Dünger. Gib mir den Dünger, gib mir den Dünger. Sieh mal, da ist auch wieder jetzt gerade jede Menge. Der ist jetzt gerade voll schnell gestorben. Wie wenn die ab und zu mal kritten oder so. Hier muss ich Dünger nehmen, weil. Ah, oh, knabbert sich der da oben durch oder geht's noch? Ah, ich. Okay. Okay, bin schon still. Das Problem ist, mir sind jetzt schon zu viele gestorben. Okay, ich war nicht ganz falsch. Ich glaube, es hätte eine Kombination sein müssen. Eine Kombination aus dem und... Nein! 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 Okay. Ich glaube, es muss eine Kombination sein aus dem und was anderem. Aber das gibt's doch nicht! Okay, vielleicht habt ihr doch recht gehabt. Aber, lieber bin ich nur zu doof und schaff's dann, weil ich dann mal nicht zu doof bin, als wie... Wenn es wirklich an dem liegt, dass meine Pflanzen nicht aufgewertet genug sind. So viel kann ich ja gar nicht farmen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir nehmen jetzt das nochmal mit. Wollen wir noch einen zweiten mitnehmen? Komm, wir nehmen einen zweiten mit. Die fünf nehme ich jetzt her. Ist zwar auch nicht unbedingt die geilste Entscheidung, aber machen wir jetzt mal so. Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen eine Kombination schaffen. Ich weiß nicht mehr auswendig, wo die alle kommen. Aber wir schaffen das. Egal wie. Wir schaffen das. Och Mann. Das ist wirklich schwer. Warum ist das so schwer? So, da kommt einer. Gut, das Einfrieren könnte mir halt jetzt das Game retten.
Wenn ich Glück habe, ist das Einfrieren jetzt das, was mir das Spiel rettet. Und jetzt habe ich aber auch die am Start. Und jetzt könnte ich es schaffen. Jetzt glaube ich, schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Easy. Kein Problem. Jetzt schaffen wir das. Das ist aber auch echt gemein. Den Dünger will ich haben. Und geht da drauf? Ah, ich hätte den Dünger nicht mehr zünden müssen, aber ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst um meine Pflanzen. Ich hätte ihn nicht mehr zünden müssen. Verdammt. Machen die vielleicht doch ein bisschen Schaden an den Umliegenden? Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, schön, schön, schön. Das sieht doch gleich viel besser aus. Schön. So gefällt mir das. Ja, 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 so gefällt mir das. So gefällt mir das schon viel, 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 viel besser. Jetzt sind sie einmal eingefroren. Super. Oh, endlich. Endlich. Aber auch nur, jetzt habe ich auch nur, jetzt habe ich halt eine Doppelkombination, ne? Jetzt habe ich fünf Diamanten hergenommen, nur damit ich mehr mitnehme. Damit ich halt mehr Unterstützung habe. Das hat auch nicht hundertprozentig Sinn der Sache. Ist denn ja gerade eine Pflanze geklaut worden? Okay, das heißt Rache. Das heißt Rache. Da habe ich jetzt die Dünger einsetzen müssen. Yes, sir! Sehr schön! Und das Bonusziel haben wir abgeschlossen. Oh, endlich mal wieder. Endlich ein Erfolgserlebnis! Mann, 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 Mann. Ja, da hatte man, also da ist man schon, da zweifelt man schon an sich. Förderbahntempo erhöht. Okay, nice. Schauen wir mal. Was ist das? Schwierigkeitsgrad 3. Belohnung für die erste Säuberung. Warte mal, was ist das hier? Zombie-Stärke. Grundstärke der Zombies Level 2. Okay. Okay. Schauen wir mal. Das wird schon klappen. Okay, wieder eine Pflanze beschützen. Was nehmen wir mit? Wenn es ein Förderband ist, nehmen wir Förderband. Expresslieferung Förderband klingt doch gut. So. Die Förderband-Devil sind meistens einfacher. Hoffen wir, dass es jetzt hier auch so ist. Ich pflanze die Pflanze einfach mal irgendwo hin, wo ich sie hinpflanzen kann. So. Die lädt ja nach bis dahin. Wir machen schon mal ein bisschen Gräber kaputt. So. Jetzt den Zombie jetzt nicht erwischt, aber es ist wurscht. Bis der Zombie hier vorne ist, dürften dann langsam die Bananen hier wieder gewachsen sein. Hoffe ich. Ja, siehste. Wie ausgerechnet. Wie ausgerechnet. Sehr schön. Den müssen wir gleich kaputt machen, damit er nicht wieder 10.000 neue Gräber spawnt. Sehr schön. Ja, siehste, das Level sieht doch gleich mal viel, viel einfacher aus. Ich glaube, dass keine weitere Banane mehr kommt. Ich glaube, es sind insgesamt 5 Bananas. Ups. Es gibt ja auch den Trick, dass man hergeht und die Bananas ausreißt, damit man neue bekommt. Weil die neuen, die man bekommt, sind dann halt wieder aufgeladen. Siehste, hat wunderbar funktioniert. So könnte man cheaten. Nee, ich würde es jetzt nicht als Cheaten bezeichnen, aber... Ja. Es ist ein netter Trick. Hier machen wir einmal Dünger. Das ist doch gleich viel, viel einfacher, dieses Level hier, ha? Huh? Ey, nicht gefressen. Er wird nicht gefressen. Ja, stimmt. Auf ihn können wir auch Dünger setzen. Ja, auch sehr praktisch. Ja, du hörst jetzt hier mal auf, deine Dinger hier zu schmeißen. Genauso wie du. Na, ja, dann können wir aber einmal so machen. Dann haben wir einmal unsere Ruhe. Das ist doch angenehm. Oh, schön. Wenn nicht sofort wieder ein Sturm käme. Banane. So. Ja, also das ist jetzt ein sehr, sehr angenehmes Level, muss man jetzt wirklich sagen. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, dass die nämlich auch als zerstört gilt, wenn die zu Sushi verarbeitet wird. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war so. Banane! 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 Ich liebe es. Und nochmal. Banane! So schön. Ich liebe es. Ich liebe es. So. Das war jetzt wiederum sehr, sehr einfach. Aber das haben wir ja auch damals schon festgestellt, dass tatsächlich die Level mit den Förderbändern in der Regel so viel einfacher sind als alles andere. Okay, nice.
Ja, meine Nase ist immer noch ein bisschen schwierig. Deswegen nicht wundern, falls ich mich komisch anhöre. Ja, mir steckt die Grippe immer noch in den Knochen. Sehr ärgerlich. Okay, das kriegen wir jetzt auf Level 2. Das heißt, statt 100 Sonnen, wie viel? Vielleicht 125? Wird wahrscheinlich Sinn machen. Schauen wir mal. 150 sogar. Wow, das ist ein schöner Boost. Okay, schaffen wir das vierte auch noch? Wow. Okay, was haben wir hier? Wir haben, es fallen mehr Sonnen vom Himmel. Wir bekommen 200 zum Start. Wir bekommen 2 Dünger zum Start. Wir haben 7 Saatgutplätze. Zombie-Stärke ist 1 und wir haben 2 Rasenmäher. Heißt das, dass wir nur 2 Rasenmäher haben? Heißt das, dass wir 2 Rasenmäher manuell starten können? Oder heißt das, dass wenn ein Rasenmäher kaputt ist, er ein zweites Mal nachwächst? Das ist hier die Frage. Okay, es fallen auf alle Fälle Sonnen vom Himmel. Das ist ein ganz normales Level. Dass wir nicht spielen können, weil ich vergessen habe, dass wir nur 3-mal können. Kann man das erweitern? Vermutlich. Und wie viel wird es kosten? Zu viel. Und? Man kann es nicht erweitern? Wirklich nicht? Echt? Das überrascht mich. Das überrascht mich wirklich. Das überrascht mich richtig doll. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass das tatsächlich kaufbar ist und dann auch noch voll arschteuer und so. Aber hey, wir haben Erfolgserlebnis. Woo! Nice. Sehr schön. Da kriegen wir auf alle Fälle hier 5 Diamanten. Päckchen sammeln und so weiter und so fort. Das mache ich zurzeit leider viel zu selten, aber kein Problem. Arena-Übungsraum, Tarnminze austesten. Die können wir mal austesten. Kenne ich die Tarnminze? Ich glaube nicht. Ich glaube, die kenne ich nicht. Die können wir doch gleich mal austesten. Ja, heute bin ich nicht ganz überdreht. Powerminzen sind mächtige Pflanzen, die du im Arena-Modus erhalten kannst. Sie verleihen ihren Familienpflanzen einen enormen Bonus. Zur Familie der Tarnpflanzen zählen alle Schattenpflanzen. Zur Familie der Tarnminze. Ah, für die Schattenpflanzen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals, wo ich noch, wo ich wieder sehr aktiv gespielt hatte, waren diese Tarnpflanzen extrem beliebt in diesem PvP-Modus. Aber richtig krass beliebt. Da hat irgendwie jeder diese Tarnpflanzen gespielt. Und ich frage mich, ob die immer noch so OP sind. Ich fand es ein bisschen langweilig und schade, weil halt dann wirklich jeder diese Pflanzen gespielt hat. Ist das jetzt eine Einmalpflanze geworden? Ey, nein! Was sind die gerade weggeworden? Vielleicht ist das eine Einmalpflanze. Oder ist es, weil sie nicht in Sonnenblumen gepflanzt wird? Normalerweise ist es doch keine Einmalpflanze. Na, am Ende ist es wirklich, weil sie nicht in Sonnenblumen gepflanzt wurde. Hey, hier, lass meine Pflanze in Ruhe. Schauen wir mal, ob die jetzt bleibt. Tatsächlich. Ah, das ist ja krass. Wenn die nicht unter mit so einer Sonnenblume verbindung steckt, dann ist sie eine Einmalpflanze. Das wusste ich gar nicht. Krass. Ist sie immer. Das ist schon immer so oder haben sie das nur geändert? Jetzt bleibt sie aber auch. Ach so. Na, wahrscheinlich, weil sie keinen abgesaugt hat. Hm. Interessant. Interessant. Muss noch viel, viel dazu lernen. Muss noch viel, viel, viel dazu lernen. Ich habe es halt damals mal so gemacht. Ich bin nochmal hergegangen. Jetzt holen wir uns kurz die Belohnung hier ab. Yay, Bonbons. Der Bug, dass immer noch 0 steht, ne? So, jetzt pass auf. Ja, bewertet dich später. So, jetzt da. Wo wollte ich hin? Hier raus wollte ich. Und nochmal eins raus. Hier, genau. Die Arena. Ich habe dann immer Plants vs. Zombies Arena gesucht und dann gab es eigentlich jedes Mal, wenn ein neues Turnier war, oder habe ich auch Turnier gesucht, ich weiß es nicht, man gibt es bei YouTube ein und eins, da ist das Suchergebnis ist meistens eh schon. Und habe dann einfach geschaut, was da Leute so an Videos hochgeladen haben, was momentan noch haben. Und wer halt die meisten Punkte gemacht hat. Und das habe ich dann gemacht. Genau. Und da waren halt fast immer nur Schattenpflanzen und das fand ich so schade irgendwie. Immer nur Schattenpflanzen, Schattenpflanzen, Schattenpflanzen. Da fand ich schon schade, weil es nicht mehr divers ist.
Die Aspignus. Was haben wir denn? Wir haben Fliegedinger. Aber ich darf nicht wegfliegen. Okay. Das Schlimme ist, dass ich selber aber auch irgendwie immer dieselben Pflanzen nehme. Ich nehme die immer und ich nehme auch verdammt gerne die und ich nehme die meistens auch mit. Und eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, was ich mache, aber vermutlich habe ich damit nicht unbedingt viel Glück. Aber hey, egal. können wir noch irgendwas mitnehmen, was wir brauchen können? Weil die Strompflanze, also das hier ist halt auch nice. Was hatten die nochmal gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Aber mit dir in der Kombination war halt schon auch immer ganz, ganz nice. Ich nehme einfach das noch mit. Ist doch wurscht. Achso, warte mal. Die ist nicht gut, sehe ich gerade. Aber das hier. Habe ich noch was aus der Familie? Von der Aspik? Ich wüsste es jetzt nicht. Bam, 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 badam, dam. Doch, da. Ach, die. Das sind ja schon wieder Schatten. Ich habe keine Lust auf Schatten. Oh. Nur Schatten, Schatten, Schatten. Ach, Mann. Okay. Also Sonnenblume. Die hier. Die hier. Ich nehme trotzdem die hier noch mit. Darf ich vorher planen? Ja, darf ich. Okay. Weiß ich nicht. Wenn man die da drauf setzt, was passiert dann? Wird da der Dünger immer wieder aktiviert oder was genau passiert dann? Ich weiß es nicht. I don't know! Macht das überhaupt Sinn so? Vermutlich nicht. Vermutlich ist das nicht gut, so wie ich es mache. Ja, es ist, die werden so nicht aktiviert. Ja. Komm, mehr Sonnen mitnehmen. Ich weiß, das ist jetzt eine total komische Aufstellung, aber ich mache es jetzt tatsächlich mal so und schaue, ob das was bringt. Ich glaube, die sind nicht so verstärkt jetzt. Die sind nicht... What? Das ist ein Boss? Die sind nicht richtig verstärkt hier hinten, glaube ich. Weil die hier ist so voll... Nee, doch. Nein. Macht jetzt schon kaputt. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Aber es scheint relativ zu funktionieren. Die Aspignus hat auch nicht genommen. Ist doch eigentlich wurscht, was ich hinbaue, oder? Hauptsache wir machen Schaden. Ich baue jetzt einfach hin, was ich habe. Weil die fressen mir eh schon wieder alles zusammen hier. Ach, wenn ich die da hinsetze, wird der Düngereffekt ausgelöst. Wie geil ist das denn? Oh Gott, ich bin verwirrt. Hilfe! Krass! Okay, das ist gerade richtig heftig. Ich überrenne mich ja richtig. Was ist hier los? Hilfe! Hilfe, ich werde überrannt. Okay. 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 Das ist gerade richtig heftig. Ich werde ja voll überrannt von denen. Scheibenkleister. Ja, ich habe das aber auch schon ewig nicht mehr gespielt. Diesen Modus. Nein. Nein. Oh nein. Sonnenbrein, oder wirklich nicht. Das hätte ich nicht mitnehmen sollen. Ich hätte eigentlich nur was mitnehmen müssen, damit die, hab irgendwas, was dem ganz viel Schaden macht. Was hätte ich damit mitnehmen müssen? Egal. Egal. Ist wurscht. Ist wurscht. Aus irgendeinem Grund gewinnen wir trotzdem. Vermutlich ist es gegen den Dummy. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben genug Sonnen, da bin ich gar nicht sehr froh drüber. Bin ich mehr wie froh drüber. Junge, ist das peinlich. Eieieiei. Ja, dann machen wir ein bisschen was, was Schaden macht. So, und war alle ein bisschen Schaden. Die Fliegeviecher bringen das halt die Bombe nichts. Ach Mann. Bam! So, jetzt ist das aktiviert und jetzt müsste der Düngereffekt, oder nicht? Wie ist das jetzt nicht?
vielleicht gibt es einen Friedel. Wir spulen mal vor, weil im Endeffekt tun sie eh nichts mehr. Ich glaube, ich muss warten, bis das hier wieder aktiviert wird. Kann das sein, dass es hier nur alle paar Minuten, keine Ahnung, Sekunden aktiviert wird? Das sind übelst überrannt worden. Übelst überrannt worden sind wir. Ist das krass. Ja, Wahnsinn. Egal, wir hatten Spaß. Zumindest. Oh Mann. Ah, in dem Moment kommt also ja wieder Snoopy vor. Ja, ich sag ja, ich muss mich wieder reinfinden. Seid mir bitte nicht böse. Ich habe halt leider nicht wirklich. Ich bin nicht mehr im Bilde, was das Ganze angeht. Ich bin auch total unterlevelt, was meine Pflanzen angeht und so weiter und so fort. Ich muss so viel wieder lernen. Ich habe so viele Patches nicht mitbekommen. Das dauert. Gebt mir ein bisschen mehr Zeit. Ich hoffe, ihr seid geduldig. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder zu einer neuen Folge. Also bis dahin, ciao!